Teil 30, Bad Taka. Wir suchen hier immer noch diesen Nagel. Und wie gesagt, da war eigentlich nur noch als ein einziger Pixel zu sehen, ein kleiner Punkt. Und da gucke ich gerade mal so ein bisschen. Das ist natürlich bei einem Spiel, welches schon mit 640x480 als Auflösung lief, recht anspruchsvoll, da jetzt diesen einen Pixel zu finden. Ich würde mal sagen, wir gehen einfach mal auf die Karte und dann weiter zu den Docks, weil ich jetzt denke, dass das mit dem Nagel noch ein bisschen Zeit hat. Das ist ein bisschen schwieriger. So. Okay, hier ist das Ölfass ausgelaufen. Der Hund ist leider nicht mehr aufgeblasen. Wir haben hier ein paar Missiles rumfliegen. Die Lagerhalle kann verkauft werden. Da ist irgendwas rausgeschlüpft. Moment, Hemd? Komm wieder runter! Jo. Öffne Pappschachtel. Was haben wir da Schönes? Ich glaube nicht, dass Mrs. Cluck das vermissen wird. Aber was ist das? Ich glaube nicht, dass Mrs. Cluck das vermissen wird. Kann man das nicht näher angucken? Ich würde gerne jetzt wissen, was da drauf steht. Oh, man kann nicht mehr nach unten gehen. Schatzkarte. Das wäre doch eine Idee für eine Fortsetzung. Bad Taka auf der Schatzinsel. Ja. Wenn nach 22 Jahren mal eine Fortsetzung jetzt kommen würde, das wäre für mich ein absolutes Highlight. Ja. Gehen wir mal zurück zum Professor. Ups. Weil ich würde jetzt gerne mal diese Einkaufsliste haben. Aber wo ist der Professor hin? Und das Ding, kann man das auch noch nehmen? Hier? Hey, es ist festgeklemmt. Benutze Uhr mit Axt. Ich sehe, die Wirklichkeit ist dir entfleucht. Wieder mal. Ist die nächste Weisheit. Behalten Sie
Ach, da ist er ja. Hey, Prof, was Cooles entdeckt? Ja, ich habe Tate gefunden. Also gut, was machen wir jetzt? Also gut, was machen wir jetzt? Ich habe einen Plan. Wie sieht der aus? Cool, wie sieht der aus? Ich habe eine Falle entworfen, um Tate gefangen zu nehmen. Ach ja? Ja, hier, nimm das. Es ist eine Liste von Komponenten, die ich brauche, um meine Falle zu bauen. Gut, Prof, ich kümmere mich sofort darum. Wenn du die Sachen findest, bring sie bitte hierher. Kein Problem, bis später. Jetzt haben wir doch das, was wir hier benötigen, beziehungsweise das, was ich die ganze Zeit sagen wollte. Betrachten wir das mal. So, leider hat das Programm die Schote nicht aufgezeichnet. Ich lese es trotzdem mal vor. Wir brauchen eine Windmaschine, ein Strandsegelbrett, ein Streichholz, ein heimisches Huhn, eine Spitze, ein Tablett oder ähnliches, ein Ziehmechanismus, eine aufgeblähte Blase, ja, Handschuhe, eine Bowlingkugel, ein Schlauch, Outfit eines Hula-Mädchens und eine leere Pizzaschachtel. Ja, ein Teil davon haben wir ja schon. Gehen wir einfach jetzt mal nochmal zum Einkaufszentrum, weil ich glaube, da sind noch so ein paar ungelöste Sachen, die man eigentlich, Hallo Kumpel, was kosten denn deine Luftballons? Ja. Weil sie es sind, 100 Tate-Dollar, mein Herr. Ich habe kein Geld, trotzdem schönen Dank. Ja, was wollte ich sagen? Es gibt hier noch so ein paar ungelöste Rätsel und, da würde ich gerne noch mal einmal drauf. Hey, Violett, du siehst aber toll aus. Violett immer gut aussehen. Violett, hübsches Mädchen. Die vor Verwirrung der anderen Verwirrten schon verwirrt waren. Was sie eigentlich. Ich habe eine Terminkarte. Es ist eine Terminuskarte, die wir da in den Docks gefunden haben. Das ist ja schon mal sehr gut. Ich habe eine Terminkarte. Violett-Karte prüfen. Violett Junge zum Zahnarzt hineinlassen, weil Karte so hübsch. Langsam. Ich habe das Gefühl, hier war ich schon einmal. Danke, Violett. Bis später. Weil Karte so hübsch. Das ist ja auch ein geiles Statement.